Ich habe auch irgendwie ein Kochbuch mit 6 Jahren bekommen und habe da sofort angefangen, irgendwas draus zu kochen. Habe auch relativ schnell gemerkt, dass ich ein gewisses Talent dafür habe. Zumindest wurde es mal gesagt. Ich bin der Küchenchef vom Huberwirt in Pleiskirchen. Ein denkwürdiges Gasthaus mit 400-jähriger Familientradition. Bin mittlerweile in der 11. Generation sind wir hier und ja, wir versuchen jeden Tag gut zu kochen. Wir haben eigentlich familiär ein sehr gutes Verhältnis. Deswegen gibt man es ja gern weiter. Weil ich genau weiß, das kommt in ganz gute Hände. Und das hat wahrscheinlich meine Mutter von mir auch gemeint und ihm, ich meine das jetzt vom Alexander genauso. Also ich gebe das gern weiter. Es ist die 10. Generation von der 9. Generation übernommen und jetzt übernimmt es die 11. von der 10. Es fängt schon dann damit an, dass du eine Blumenvase wegräumst, die deine Mutter gern mag und wo du dir denkst, ja, leck mich, die gehört raus. Ne? Das fängt damit schon an. Ja. Und das muss man schleichend machen. Und genauso haben wir es auch mit unserer Küche gemacht. So dass natürlich für die Leute das auch weiterhin interessant bleibt. Ein Wirtshaus bleibt, ne, aber trotzdem ein Restaurant ist. Ich bin schon als Dreijähriger im Fasching mit der Kochmütze rumgelaufen. Also irgendwie für mich war die Leidenschaft da schon da. Ich habe gesehen, wie das meine Oma und meine Mutter machen, ja, in der Küche. Also meine Eltern hatten schon ein extrem gutes, gehobenes Wirtshaus, das im Landkreis schon sehr beliebt war, ja, mit Metzgerei. Dann kam für mich aber irgendwann der Knackpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, das muss sich ändern. Ja, wir müssen hier regionaler, saisonaler arbeiten, weil die das beste Zeugs da in der Gegend haben. Ich dann auch irgendwann mal versucht habe, für mich zu gewinnen. Ich weiß ein bisschen, was herkommt. Und das ist mal einfach das Wichtigste einfach für mich. Ja, der wahnsinniges Wasser, dass die Fische gut leben können. Ja, sie moseln nie, sie haben immer Top-Qualität. Er hat die Größen auch natürlich, das macht für mich wahnsinnig viel aus. Also ich brauche kleine Fischchen, das ist jetzt nicht so meins, ich brauche schon richtige Teile. Und das hat er einfach alles. Er macht mir alles möglich. Ja, wenn ich am Sonntag um 10 anrufe und sage, du, ich brauche noch was, dann schlachte ich den. Das sind viele Faktoren. Frische Qualität und genau die richtigen Sorten, die ich gerne hätte. Ich habe schon immer Ambitionen gehabt. Das hat mir schon immer gefallen in der Küche. Und dann fängst du halt an, ja, eins nach dem anderen so langsam zu lernen. Ja. Und ich habe immer das Glück gehabt, dass ich immer verhältnismäßig sehr schnell nachkochen konnte. Und habe mir damals als Berufsschullehrer hat mich dann ins Restaurant oder Hotel Barreis vermittelt, eigentlich erstmal. Gab es 3 Küchenchefs, ja, da waren die Küchen getrennt, Hotelküche und 2 à la carte Restaurants. Und dann gab es daneben das Restaurant Barreis. Ja. War da knapp 2 Jahre und habe mich da. Musste mich da schon sehr behaupten. Jean-Luc Garnier, das war damals ein Franzose mit Sternen und 17 Punkte in Wartenberg bei Erding. Und so eine kleine Auberge, ne, so ein richtig französisches Restaurant. Wahnsinnig gute Küche. Alle Produkte aus Frankreich. Also kein einzigster, doch eins Fasan, den hat er aus Bayern gekauft, der Rest war alles aus Frankreich. War für mich wahnsinnig lehrreich vom Kochen her, ne, mal klassisch französisch zu sehen, ja, wie macht der Franzose das? 4 Franzosen in der Küche und ich habe mich wunderbar getan mit meinem Bayerisch. Ich habe damals Sachen gesehen, wie man Bluttaube brät und Froschenkel macht und einfach frische Meerfische, alle möglichen schon gesehen. Ja. Das war jetzt in Barreis ja auch nicht so. Die kochen ja schon einfach auf eine gewisse Art auch regional, ne, obwohl das ja noch in Frankreich dran ist. Ne.
Ich arbeite gern mit ihm zusammen, weil die Nähe einfach da ist. Ja, es ist ein Produkt von hier, vom Dorf irgendwie. Sie haben eine besondere Methode mit dem Futtern auch und es gefällt mir sehr gut. Und sie wachsen sehr langsam auf, sind freilaufend. Bin ich sehr froh, dass man sowas einfach auch wirklich in der Nähe hat. Alle Schafe, die Lammen, kommen erst hier rein, werden versorgt, wird die Narbe desinfiziert, wird nummeriert, wird geschaut, ob die Mutter genug Milch hat, ob sie saufen lässt, dass keine Probleme sind. Nach 2 bis 3 Tagen kommen sie in den Kindergarten. Dann bin ich ganz kurz heim für ein paar Monate und dann konnte ich eben ins Tantris. Und dann war ich ja 3 Jahre Tantris beim Hansehaus. Als ich ins Tantris gekommen bin, konnte ich ja schon ein bisschen was und habe ja auch schon mal ein gutes Jahr eine Küche von meinen Eltern alleine geschmissen. Und war wahnsinnig gern da dort und habe mich immer wahnsinnig identifiziert mit dem Laden. Aber ich wollte einfach weg vom Stil meiner alten Chefs, ne, weil... Ich wollte jetzt da kein Nachmacher sein, sondern einfach auch meine eigenen Sachen kochen. Und da brauchst du in meinen Augen schon 5, 6 Jahre, bis du deinen eigenen Stil auch für dich selbst gefunden hast. Ich bin ja ein Mitglied der Jean-Restaurateurs und das Ganze hat eigentlich so begonnen, dass wir zusammen damals mit Nils Henkel mal gesprochen haben und mir gesagt haben, naja, wir kochen eigentlich nicht. Ne? Wir treffen uns 3-mal im Jahr zur Tagung und wer am meisten trinken kann, der hat gewonnen, so ungefähr. Und dann haben wir angefangen, so ein Genusslabor zu machen. Also ein Workshop, wo wir unsere neuesten Gerichte präsentieren. Alles in allem haben wir alle zusammen einen großen Austausch, ja, der eigentlich das Wichtigste daran ist. Und wenn du dann natürlich hinkommst, da merkst du diesen Gourmet- und Sternedruck, also so richtig diesen Sternewunsch oder den hole ich jetzt, das war ja für mich immer nur so ein weit weggerückter Traum. Für mich war das ja nie so, den hole ich jetzt daher. Ich werde es nie vergessen, weil der Tester bei uns, dass ich dir vorgestellt habe, wie ich im Service gearbeitet abends. Jetzt habe ich in Tosen Stammtisch, war laut, die haben gestritten über den Schweinsteiger. Ich werde es nie, das weiß ich nicht, wie es gestern gewesen wäre. Dann geht der um 22.30 Uhr in die Küche rein und zeigt den Alex seinen Ausweis. Ja? Getestet Michelin. Da haben wir gedacht, naja, super, jetzt haben die am Stammtisch gestritten. Ich war mit der Mutter allein in der Küche. Ne? Als der reingekommen ist, habe ich nur kurze Hosen noch gehabt. Schauen wir mal, was das wird. Ne? Diese Situation werde ich nie vergessen, niemals in meinem Leben. Der Alexander ist wie verrückt durchs Haus gelaufen, der konnte das nicht glauben. Und die Tage danach waren unglaublich, unbeschreiblich. Also es kamen hunderte von Anrufen und Glückwunsch-Mails und Faxe und so weiter. Es war ganz, ganz toll und der Alexander hat sich unglaublich gefreut. Das hat dem Haus einen Wahnsinnsschub gegeben, also das muss man schon sagen. Es ist schon ein Traum in Erfüllung gegangen, ja klar, keine Frage, aber ich habe jetzt nicht, mich da nicht auf Biegen und Brechen drauf versteift. Essen ist für mich mal ein wahnsinnig wichtiges Kommunikationsmittel und Genuss. Wir müssten eigentlich wieder mehr die regionale Küche auch wieder so ein bisschen mit einfließen lassen in die Moderne, die wir adaptiert haben von sämtlichen Weltküchen. Eigentlich ist es so, dass in Deutschland leider das immer noch so ein bisschen ist, dass urdeutsche Gerichte einfach irgendwie so ein bisschen verpönt sind oder halt einfach nur was für große Schickerbuden. Ne? Eigentlich müssten wir Gourmetküche uns der noch viel mehr annehmen.